morgen sind wir unterwegs von Calvary nach Mantimia, dort wo es die Delfine auch gibt. Sind etwas mehr als 400 Kilometer. Fahren. Weil unterwegs gibt es halt nicht viel zu sehen. Außer vielleicht ein Känguru, was wir da untersprechen können. Nein, das lieber nicht. Na gut, wir halten auch so unterwegs noch zum Tanken auf Billabong Roadhouse. Und so sehen die Straßen die ganze Zeit immer das Gleiche. Billabong Roadhouse in 5 Kilometer. Roadhouse ist nichts anderes als eine Tankstelle an Automaten. Ja, aber der hat auch ein kleines Shop immer. Und viele haben noch so einen Caravan Park, wo man übernachten konnte. Ja. Diesel 156, haben wir Diesel. 156. Route wird neu berechnet. So, die erste Tankstelle war teurer als die zweite. Ein paar Zentimeter auseinander und 10 Cent Unterschied. 10 Cent ist schon ganz, ganz viel. Also hier sieht man, muss man immer gucken. Aber auch wie in Deutschland genauso. Ja, aber so nah beieinander. Ja. Unleaded, wo ist der Diesel? Das ist Roadhouse hier. Gibt's einen Kaffee? Gibt's Kaffee? Aber Kaffee. Sieht cool aus hier. Sieht richtig cool aus, sehr nett, oder? Gemacht. So, und dann vielleicht noch einen kleinen Tipp. Wir haben die Tankstelle deshalb gefunden, weil ich mir gestern zufällig runtergeladen habe eine neue App aus dem App Store. Map Australia, und da sind alle möglichen Tankstellen eingetragen, die Leute eingetragen haben, wo man am billigsten tanken kann. Und die ist echt gut. Also wie wir gerade gesehen haben, Preisunterschiede bis zu 10 Cent. Oder wenn wir nach Mantimia kommen, sogar 30 Cent. In Mantimia steht in der App drin über 1,71. Und hier habe ich jetzt gerade mal 1,46 bezahlt. Also wirklich sehr günstig. Ja, wir sind jetzt in Hamilton Pool Telegraph Station, eine alte Station, die wurde damals als Repeater-Station genutzt, um halt die langen Distanzen von der Post und Telegrafen überbrücken zu können. Heute ist hier ein Museum drin, einmal hier der Raum über die Stammalatotipen, wie die entstehen, und hier nebenan dann das eigentliche Telegrafenmuseum und hier draußen was über die Seefahrt. So, das ist dieses alte Telegrafstation. Ja, und die Sachen davon halt. Genau, was sie dann damals benutzt haben. Ganz alte Sachen von damals. Wow. Hier sieht man Ericsson Phone von 1910. Also rechts eine Vermittlungsstation direkt daneben. Muss ja vorher umgesteckt werden, wenn einer anrief. Ja. Unten so ein Kabel, wie es früher aussieht, sehen heute fast noch genauso aus, wenn man es genau nimmt. Ja. Wie der Menge davon. Ja. So, da haben wir ein paar Emus entdeckt unterwegs, die gehen gleich über die Straße. Genau.
kann man die hier sehen, ja. Ganz viele. Fische. Ja, ganz viele Fische. Papa, warum sind so welche Dinosaurier? Wir haben fast 40 Grad. Oh, das muss richtig heiß sein. Ja, 36 Grad und das wird noch heiß. So, Monkey Mia Resort, da sind wir schon. Nach 400 Kilometer sind wir gut angekommen. Ja, jetzt sind wir in Monkey Mia. Hinten schwimmt ein Pelikan. Das ist Pelikan Nummer 2, Pelikan Nummer 3. Willkommen in Monkey Mia. Heute sind wir am Strand schon angekommen. Da hinten sieht man, ich weiß nicht, ob man sieht, die Pelikane da. Ja, gehen wir hin. Gehen wir hin. Stop, Sydney. Sie sehen lustig aus, oder? So, das ist die Monkey Mia Campingplatz und da laufen Emus. Einfach auf dem Platz rum. Ja, man sollte die gar nicht futtern, sonst gibt es nur Probleme. Aber wie man sieht, die versuchen sich selber zu bedienen. Der geht da rein. Oh mein Gott. Der sucht sich was zu essen. Oh oh. Er sucht selber Essen. Soll ich ihn wegjagen? Nein, bitte nicht. Wird nicht attackiert, also. Geht von Camper zu Camper und sucht nach Essen. Ja.